Und bei uns vor der Kamera ist Timo Bracht. Zunächst herzlichen Glückwunsch zum Sieg letzte Woche in Lanzarote. Es war, glaube ich, der sechste Ironman-Sieg, kann das sein? Ja, mein sechster Sieg. Jetzt heute hier im Südweststadion in Ludwigshafen BASF Triathlon Cup vorgestellt worden. Und du bist mit dabei, gehst mit an den Start. Wie wichtig ist der BASF Triathlon Cup für dich, der ja eigentlich in der Weltspitze angesiedelt ist? Ja, ich bin der Weltspitze und messe mich gern mit den Besten der Welt. Trotzdem weiß ich, wo ich herkomme. Und ich komme hier aus der Region, aus Eberbach am Neckar. Und da nimmt man natürlich gern solche Rennen, die direkt vor der Haustür sind, mit perfekter Organisation mit. Weil ich habe hier der Region viel zu verdanken. Ich habe tolle Sponsoren hier, viele Freunde, Bekannte. Und durch die Rennen kam ich auch ein bisschen zum Triathlonsport. Und jetzt auch als Profi mal wieder bei den Rennen teilnehmen zu können, ja, ist für mich sehr, sehr wichtig und auch ein Höhepunkt im Sommer. Dein großes Ziel dieses Jahr ist ja Ironman Hawaii. Passt es in deine Trainingsphilosophie rein, der BASF Triathlon Cup mit diesen Stadts? Ja, ich passe mich natürlich den Rennen an. Das sind sehr bergige Rennen. Die Rennen sind sehr herausfordernd über die kürzere Distanz. Und genau das macht den Reiz aus, dass ich ein bisschen über meine Geschwindigkeitsbarriere rausgehe, sozusagen in den roten Bereich, den ich auch vielleicht in Hawaii das ein oder andere Mal brauchen werde, bestimmt. Und hier habe ich die Möglichkeiten, mich zu testen, 2 Stunden lang bei richtig harten Strecken, starker Konkurrenz. Es sind natürlich hier viele Junge, auch viele Nachwuchsathleten, die da dem Prachttag mal ein Bein stellen wollen. Und diesen Kampf nehme ich auf und deshalb ist es sehr, sehr wichtig im Hinblick auf Hawaii. Wie groß ist der Druck oder bist du als Profi einfach ganz anderen Druck gewohnt, aber gerade der Druck, hier immer siegen zu müssen, du weißt, die regionale Presse ist zumindest mal immer anwesend und berichtet darüber. Wie ordnest du das ein? Ja, ich nehme natürlich die Rennen erstmal aus sportlicher Sicht so an, dass ich meine Top-Leistung abrufen will. Und wenn ich das mache, dann kommt auch meistens sehr gute Platzierung heraus. Trotzdem, klar, stehe ich unter Druck, aber es ist natürlich auch gerade hier in der Region ein positiver Druck, ja, eine bestimmte Erwartungshaltung, die ich auch erfüllen will. Dafür bin ich auch Profiathlet und ich weiß, dass das Spiel so geht. Und ich habe natürlich auf Hawaii jetzt vom Ironman oder jetzt in Lanzarote die Nacht vorher schlafe ich auf jeden Fall unruhiger wie jetzt vom Viernheimer oder Ladenburger Triathlon. Gleichwohl habe ich auch hier Herzklopfen, bin nervös, bin angespannt und wenn es auch mal nicht mehr so wäre, dann dürfte ich auch keinen Sport mehr machen. Timo, eine letzte Frage. Hawaii, wie gehst du psychologisch mit da um, dass du weißt, du kannst alles gewinnen, du bist ja Europameister, du hast Frankfurt gewonnen, ich weiß nicht, was jetzt alles gewonnen hast, aber du willst ja mit aller Gewalt auch diesen Hawaii-Triathlon gewinnen. Wie gehst du mit der Situation um? Ja, dass ich nicht mit aller Gewalt gewinnen will, sondern dass ich auch die nötige Lockerheit habe. Und es ist so ein Wechselspiel zwischen sehr konzentriertem, fokussiertem Training, wo ich alles aus mir herausholen muss und auf der anderen Seite diese Lockerheit, dass man nicht überpaced, dass man auf seinen Körper hört, dass man gesund lebt. Und diese Mischung macht's. Und die ist sehr schwer zu treffen, aber das probiere ich und ist eine riesen Herausforderung. Timo, ich muss nur eine allerletzte Frage stellen, weil ich weiß, du machst viel Jugendarbeit und hast ja auch eine eigene Talentförderung und so weiter. Und jetzt hast du dich auch als Pate hergegeben in Mannheim beim Schülertriathlon. Wie wichtig ist dir der Nachwuchsbereich im Triathlon und wie siehst du allgemein diese Situation, dass doch viele Jugendliche zum Triathlon kommen? Ja, der Triathlonsport boomt. Gleichwohl darf man nicht zu früh anfangen und die Nachwuchstriathlons werden sie ja auch gerade dahin ausgelegt, dass man Freude am Bewegen bekommt. Und ich war als Jugendlicher kein Triathlet und als Schüler, aber ich habe schon immer Triathlon gemacht. Ich bin mit dem Rad zum Freibad gefahren, bin da auf der Wiese rumgerannt und bin ein paar Bahnen geschwommen und mit dem Rad wieder nach Hause. Das war eigentlich schon Triathlon. Und so sollte man auch Triathlon sehen, auch für Nachwuchsathleten, dass es nicht zu verbissen ist, dass es locker ist und dass es ein gesunder Lebensstil ist und unheimlich viel Spaß macht. Und das will ich auch mit meinem Engagement verkörpern. Timo, jetzt fertig. Dankeschön für dieses ausführliche Interview und weiterhin viel Glück bei deinen Wettkämpfen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Man sieht sich. Oh.